Können Sie nicht einfach mal stehen bleiben? Verlassen Sie uns, ich mag die Musik, wenn Sie auftauchen. Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast mit mir, den Thomas und PlayerGaddon. Etwas Besonderes ist heute eine Folge, aber ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen. Ich habe einen neuen Bildschirm und das ist jetzt 16:9 Format für mich. Muss hier raus. Wer sagt das denn? Hallo? Sind hier freundliche Menschen? Nein? Okay. Geht's dir gut? Ich kann... Okay. Okay, du springst mich nicht an. Okay, du bleibst da und... Oh, hast du vielleicht Batterien für mich? Meistens haben die ja irgendwie hier überall Batterien und diesmal nicht. Scheiße. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Bildschirm. 16:9 Format. Davor hatte ich immer 4:3 und... Das war nicht so schnieke. Aber wir dürfen auch nicht zu viele Batterien verbrauchen, ne? Vielleicht... Ne, abgeschlossen. Hier geht's hier rein. Okay, auch nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich da lang. Ich nehme zum allerersten Mal um diese späte Uhrzeit auf. 9 Uhr im Übrigen. Aber in der Woche, das ist halt das Neue dran. Ich hatte heute im Übrigen 9 Stunden. Das war total stressig. Ich versuche hier ein bisschen über meinen Alltag zu reden. Kam eigentlich relativ gut an zum Beispiel. Habe ich das ja in der Besuchsfolge mal gemacht und... Ich habe gesehen, dass viele die Folge gelobt haben und deswegen, wieso nicht? Hast du vielleicht eine Batterie, Bruder? Okay, du chillst hier ein bisschen wieder rum. Okay, ist auch. Mein Gefühl sagt mir, wir müssen hier rüber klettern, aber... Ah, hier ist auch keine Tür, ne? Geht sie nicht hoch? Kann man nicht irgendwie in einer Laterne hochklettern? Nein? Okay. Hopp! Wall weiter! Wall weiter! Put, 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 put! Nein! Habt ihr das gehört? Ich glaube, unser Freund Mackie McFett ist wieder da und möchte uns einen Besuch abstatten. Oh, Jemini. Oh, Jemini. Jemini? Jemini? Nein. Auf. Ah, fuck. Er kommt näher, oder? Uh-oh. Geht's hier hoch? Ich mag Outlast eigentlich dafür, dass man hier so... Ich mag Outlast dafür, dass man hier so viel klettern kann. Und das war... Das war... Ja. Okay, wir wollen nicht runterfallen. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, vor ihm wegzurennen, weil das nur noch nervig ist. Aber ein bisschen Nervenkitzel sogar noch... dran. Okay. Jetzt werden wir weiter nach rechts klettern. Also Outlast ist wirklich ein Parcours-Spiel, ey. Oh, hier kann man wirklich Parcours üben, nur dass es einem nicht so viel bringt im echten Leben. Okay, er. So, wechselt er mal die Batterien, während er da rumklettert. Logic. Müssen wir hier runter? Hopp. Hä? Wir mussten hier nicht runter? Oder? Doch? Ja? Nein? Oh, mir gehen langsam die Batterien aus. Hast du Batterien? Hä? Nein, keine Batterien. Das hört sich gerade an, als wäre hier einer pinkeln würde. Als wenn hier nirgendwo Batterien sind. Die müssen doch irgendwo Batterien liegen. Ich habe nur noch 2. Mir gehen die langsam aus. Das ist nicht so cool, wenn die Batterien ausgehen. Das ist ganz und gar nicht cool. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht irgendwelche liegen, aber... Was ist das? Nee. Da war nichts. Meine Nase juckt als jetzt Player. Wenn einem die Nase juckt, dann weiß man, dass etwas nicht normal ist. Wo sind wir denn hier gelandet? Das würde mich mal interessieren. Müssen wir hier wieder klettern? Ups. Oh, meine Nase juckt immer weiter. Das kann nichts Gutes heißen. Geschlossen oder warum musst du die Tür nicht auf? Guter. Okay. Ich glaube, wir sind. Okay. Nothing to do here. Hä, wo geht's denn hier lang? Oh,
No, 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 no. Bin ich blöd? Ja, bin ich lauf. No, 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 no. Batterien, nicht Geist aufgeben. Nicht den Wall weiter aufgeben. Ich glaube, da geht's lang. Wenn es hier nicht lang geht, dann... Wieso müssen wir Vater Martin eigentlich verfolgen? Können wir nicht hier über den Zaun springen? Damit wir diesen Spasten nicht mehr begegnen müssen. Der geht mir sowas von auf die Eier. Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wieso ist da so ein Blutbad? Lecker. Lecker, lecker, mega. Okay. Sind hier vielleicht Batterien? Nein, natürlich nicht. Okay. Wir müssen jetzt Batterien sparen. Ich habe nur noch 2 Batterien. Und wieso können wir nicht irgendwo über die Zäune... Ja, ein bisschen Stacheldraht. Nimmt man seine Jacke drüber und... Das war's dann auch. So kann man auch perfekt im Freibad einbrechen, was? Okay, dann. Nein. Okay. Ist hier. Ach so. Okay. Offen. Danke. Oh, ich dachte, jetzt kommt wieder ein Jumpscare oder sowas, aber nein. So gruselig finde ich sowas nicht, wenn die so über Leichen liegen. Wenn, solange die sich nicht bewegen können hier. Oh, wir können im Blut schwimmen. La 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 la, it's a beautiful day, we swimming in the blood. Eine Batterie, ich mag das Spiel. Und da ist eine Kamera, okay. Hier war wohl auch jemand fleißig, wie ich sehe. Okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, Aufnahme habe ich gestartet. Es wäre jetzt ganz schön bitter gewesen, wenn wir das nicht gestartet hätten und ja. Hätte ich umsonst wieder Angst gehabt und das wäre ein bisschen blöde gewesen. Im Übrigen, falls ihr ein neues, großes Horrorprojekt irgendwann haben wollt, schreibt mir ruhig eure Wünsche in die Kommentare. Ich versuche das dann mit meinem kleinen Taschengeld irgendwann zu ermöglichen. Zum Beispiel, was ich eventuell auch machen würde, ist Amnesia. Das soll wirklich auch eines der Top-Horror... Games sein. Sind Stein? Ist das ein Stein? Oder ist das die Mutter von dem Typen, der uns die ganze Zeit mit den Ketten verfolgt? Sieht so aus, ne? Ein bisschen. Muss man zugeben, muss man zugeben. Okay. Ein Baum. Ein Baum. Ein Baum. Okay, ist noch nichts. Vielleicht Richtung. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. Wahrscheinlich da rein, ne? Müssen wieder ein bisschen Parkour spielen. Hopp. 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 Zum allerersten Mal. Speichert, okay. Immer wenn es speichert, kackt die Framerate ein bisschen ab, wie ich sehe. Ich glaube zum... Ist Vater Martin wieder da? Wegen sonst kommt die Musik immer, wenn er da ist. Ich mag die Musik irgendwie, weil die so entspannt ist. You saw the wall rider, didn't you? Oh, ja. You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. Okay. But soon, soon. Okay. This way. Revelation is at hand. Okay. Warte doch, wieso... Ich frag mich immer noch, wieso wir nicht Hand in Hand rausgehen können. Wie ein Pärchen. Wenn du es willst, dann von mir aus. Ich mach alles, solange ich irgendwie rauskomme. Ich will vielleicht... Wahrscheinlich habe ich Familie. Okay, hier ist wieder eine. Hast du eine Batterie irgendwo? Oh, danke schön. Ich würde dich küssen, wenn du nicht voller Blut wärst. Nimm das nicht zu persönlich. Okay. So. Jetzt haben wir wieder 3 Batterien. Und die Batterien gehen momentan wirklich weg wie warme Semmeln. Wie warme Semmeln. Oh, da kamen wir her, ne? Okay, nichts hinter mir. Jumpscare. Okay, nein. Ist da was? Ist da was? Hä? Hä? Okay. Okay. Nicht laufen? Okay, danke schön. Ich... Okay. War das nicht gerade hier drinnen? Ich will hier
nicht lang gehen. Boah, diese Atmosphäre ist der Hammer und da ist wieder einer mit einem Knüppel, wie ich sehe. Ich bin immer noch so geflasht von diesem Spiel. Kann ich wirklich nur warten? Okay, da ist ein Brett davor. Hier rein, was? Okay, hopp. Ist hier irgendwer? Hallo? Wir machen das wie jetzt wie ein Horrorfilm, wie einen schlechten Horrorfilm. Klischees Horrorfilm. Klischee Horrorfilme, wo wir immer schreien, ob da jemand ist. Und dann erwarten, dass die natürlich antworten. Was sie natürlich auch tun werden. Wenn ich schreie, hallo, ist da jemand, werden die antworten. Hallo Thomas, hier sind wir. Wir mögen Playageddon, wir haben euch abonniert. Ungefähr so wird das dann... Oh, danke, 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 danke. Yay. Okay, wir können die Batterie... Da war nichts, ne? Ja, nein. Okay, ich dachte immer, hier liegt jemand, aber das ist anscheinend nur ein paar Klamotten und die Tür werden wir zumachen. Hopp. So. Jetzt kommen immer diese Störgeräusche hier rein. Und wir können in Ruhe weiter. Na, ich dachte schon. War nichts. Okay, Aufnahme läuft seit 11 Minuten. Ich habe wirklich zum allerersten Mal heute... Was ist? Was ist denn? Oh, Musik sa... What does the fuck say? Nein! Verstecken? Verstecken? Oder was sollen wir machen? Hallo? 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 Ist da jemand? Nein? Okay. Okay. Die Atmosphäre ist wirklich gut, das muss man sagen. Das sind nicht unsere Schritte, was? Waren wir hier schon? Was? Ach, das bist du! Okay. Boah, Alter, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ein Glück habe ich mich dazu entschieden, das zu Let's Playen. So, eine Batterie. Das ist sehr gut, wenn wir immer andauernd so viele Batterien bekommen. Was mich interessieren würde, ist hier irgendwo was? Denn es gab noch eine andere Richtung. Oh Gott. Ich bin ja immer wieder gerne auf der Suche nach Batterien. Batterien sind ja schon nützlich in diesem Spiel. Okay. Unter Treppen sind meistens Batterien oder irgendetwas desgleichen. Nein, aber eine Akte. Das heißt, wieder Lesestunde mit dem Tor. Oh, wir haben eine Notiz vorhin sogar noch gemacht. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuerstab von MRD. Morkov Corporation. Hinweis, nur für unterstützende schriftliche Zwecke. Nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Ist euch mal aufgefallen? Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel von Amerikanern gemacht wurde. Aber kann natürlich sein, falls es der Fall ist, wegen Amerikaner stellen Deutsche irgendwie immer so als, weiß ich nicht, total verrückt vor und so. Also ich habe da mal so eine Doku gesehen, also die denken, also es gibt viele, die denken, wir fahren noch mit Kutschen hier in Deutschland rum und deswegen, naja. Es gibt zwei Amerikaner, die ich mag, PewDiePie und Markiplier. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft dringt auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber es soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Ja, Vitamine sind schon ganz wichtig im Leben, was? Geht's hier hoch? Oh. Sorry. Geht's hier hoch? Geht's hier hoch? Ah, da können wir bestimmt nicht hochspringen, was? Oh, Nase juckt. Wenn meine Nase die ganze Zeit juckt, das heißt überhaupt nichts Gutes.
Und der liebe Han Rizzle hat ja mein letztes Video noch kommentiert und er hat gesagt, dass es eine Szene im Spiel geben soll, die wirklich viel schlimmer wird als alles andere, was wir bis jetzt gesehen haben werden. Und ja. Wenn ich ehrlich bin, freue ich mich überhaupt nicht drauf. Keller oder oben gehen? Wir sollen ja nach oben, aber ich schätze mal, wir müssen auch in den Keller, was? Bond. James Thomas. Oh, das ist ein richtig geiles Feeling, so 16 zu... Oh. Haben wir uns nicht vorhin irgendwie... Achso, warte mal, wir wollen uns ja noch das durchlesen. Up, up, up. Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen. Als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach Atmosphärenstörungen. Es ist wie ein Jucken. Kann nichts Gutes heißen. Kann nichts Gutes heißen. Oh, Batterie wechseln. Ich hoffe, uns springt uns nichts an. Wäre eine gute Idee gewesen für das Spiel, finde ich, wenn man eine Batterie wechselt irgendwo im Dunkeln. Ist da irgendwie ein Jumpscare kommt, der nicht tödlich ist. Hopp! Ist irgendwas? Irgendwas? Hobelt er sich ein oder was macht er da? Egal, wir lassen ihn seinen Spaß, wir lassen ihn seinen Spaß, wir gehen hier nach oben, ich vertraue dem Typen nicht. Ich sehe ungefähr vom Weiten, ob ein Mensch hier sympathisch ist oder nicht. Und viele sympathische Menschen gibt es ja nicht. Und im Hellen fühle ich mich hier irgendwie dunkel, genau. Montag, es ist Abend und ich hatte 9 Stunden. Project Paperclip, okay. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Aber Project Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. B-Project 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Okay. Jetzt wieder gucken. Okay, 17 Minuten sind wir. Ein bisschen geht noch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Checkpoint werden wir spielen. Denn hier steht, wenn man Escape drückt, speichern und beenden. Das ist die größte Lüge, die ich je gesehen habe. Ich habe mich so verarscht vom Spiel gefühlt, wirklich. Rüberspringen, was? Schätze schon. Okay, perfekt. Oh Gott. Vater, bist du in der Nähe? Vater? Bist du es? Okay. Können Sie nicht einfach mal stehen bleiben? Verlassen Sie uns nicht. Ich mag die Musik, wenn Sie auftauchen. Das ist ganz schöne Musik. Ganz schön, ganz, ganz schön. Okay, 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 okay. Geht hier die Tür auf. Jo, ich würde mal sagen, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich will die Folge nicht allzu lang halten. Ich bin wirklich gespannt, was uns da erwartet, denn es kamen lange keine Laufmomente mehr. Und ich bin mir wirklich sehr sicher, dass irgendwas kommen wird. Ich mache die Tür mal zu. Von hinten kann nichts kommen, da wir hochgesprungen sind und die Typen können ja nicht laufen. Wir gehen hier mal in die Ecke, um uns die Sicherheit zu biegen. Dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Outlast-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen Outlast mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr freuen. Ich habe geile Socke. Nein, Spaß. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Hipster Thomas. Ciao.